Ja, so, nun sind wir hier aus den Platten und wir sind in der Freude, hier zu sein in dieser Zeit, in diesem Raum. Es ist die Form der Fragestellung nach einer Offenbarung. Ihr sagt dem Offenbarung, es ist diese eine herausragende Voraussage einer Persönlichkeit inkarniert auf der Erde, so wie das in der irdischen Frequenz verlaufen soll in der linearen Zeit. Das ist zu bedenken. Hier spielt dieser eine Faktor, diese Rolle der linearen Zeit, die inexistent ist in der Realität. Ihr seid die Glaubenden an diese lineare Zeit und das ist dieser eine Trugschluss einer Offenbarung, dass ihr das als eure Vision, als eure Realität anerkennt. Und das ist nicht die Wahrheit. Wir sprechen nun darüber, wie es diese eine Beschaffenheit ist in dieser Frequenz der Daseinsform, in der Realität, in der Realität der energetischen Sichtweise. Es gibt nicht nur diese eine Sichtweise, diese eine Realität, doch dies ist diese Realität aus der Sicht der Plejaden, aus der Sicht der Lichtwelten in der energetischen Denkform. Ihr seid die menschlichen Hirndenkenden in der linearen Form und ihr seid noch diese reinen Raumdenkenden in der irdischen Frequenz. So sind wir nun die Lösenden der Fragen in der Frequenz der Erde und sagen euch nun gut, das ist nicht die Wahrheit. Ihr seid die energetischen Creator, ihr seid die energetischen Wirker auf der Erde. Nun zu dieser Persönlichkeit, die das nun in der Offenbarung einer möglichen Sicht dargelegt hat. Es war diese eine Persönlichkeit, die das in dieser Zeit zu Buche getragen hat. Und das ist gut so. Es ist gut so, das getan zu haben. Nun, es ist eine Art Feld in einem Spiel. Es ist eine Art Aufgabenstellung in dem Spiel der irdischen Frequenz zu sehen. Ja gut, da ist diese eine Offenbarung. Es ist diese Annahme oder es ist diese Wegstoßung dieser. Das ist die freie Wahl und alles ist die Realität. Alles ist die Wahrheit. Es ist nichts anzunehmen, was du nicht annehmen willst. Es ist Kreieren in dieser Erdfrequenz. Das ist das, was es zu lernen gibt in dieser einen ultimativen Daseinsform des Ich-Moments, des Hier-Moments, des Daseins in der Inkarnationsfeldstruktur der Energie, die du hier mitgebracht hast aus dem Licht. Es ist diese eine Form des Denkens in der energetischen Sichtweise, so dass du erkennst, ja gut, ich bin das erkennende Phänomen in dieser Inkarnation, in dieser Möglichkeit, in dieser vielfältigen Möglichkeit der Daseinsform. Es gibt nichts, was bereits vorausgesagt ist. Es ist immer die Möglichkeit in eurem Dasein der Wahl. Ihr könnt immer diese eine Wahl treffen. Es ist nun so, dass ihr gewisse
gewisse Erfahrungen und gewisse Möglichkeiten bereits euch in der Inkarnation hinein interpretiert habt. Ihr habt diese bereits mit euch mitgenommen. Ihr habt diese bereits mit den einen Mitspielern mitgenommen. Und so seid ihr nun die weiter magnetisierenden und erkennenden in der Form der energetischen Inkarnation des Wiedererkennens und des vielleicht einen Auftrages. Das ist die Möglichkeit, doch das ist die individuelle Inkarnation in der einen persönlichen Form und in der Bereitschaft der Zusammenarbeit mit anderen Inkarnationen. Doch das ist nicht diese ganze große Einheit der irdischen Darstellung. Es ist nicht das. Man sagt, ja gut, es geht in diese eine Richtung, es geht in diese eine Richtung. Es ist immer die Wahl des Individuums, des Erfahrens in der eigenen Realität, in der eigenen Kraft des Daseins. Und es ist die Entwicklung in die energetische Form des Erkennens und des Erschaffens, die nun hier diese eine Voranschreitensweise ist. Und wenn du erkennst, ja gut, ich bin Creator, ich bin das Monument, das hier das alles ausstrahlt und das alles anzieht, dann ist das die Großartigkeit. Es ist nichts, was dich da hindern kann, dein großartiges Leben zu leben. Es ist deine Wissenskraft. Wir sagen es noch einmal. Es ist die Wissenskraft. Es ist die Wissenschaft. Es ist das Schaffen des Wissens, das ihr kreiert auf der Erde. Und so seid ihr nun die Voranschreitenden in der Freude und in der guten, glücklichen Daseinsform, in der erkennenden Version des Ich, in der erkennenden Version der energetischen Daseinsform und der Reaktionen in der energetischen Weise. Und so seid ihr nun gebeten, hier voranzuschreiten und euch nicht aufzuhalten mit den Mitspielenden der Informationen, die hier noch etwas vorgeben wollen, was nicht die reine Wahrheit ist. Nun, du hast die Wahl. Diese Begebenheiten erkennst du in deinem Feld durch deine Unsicherheit in deinem Resonanzkörper. Es ist immer die Wahl des eigenen Resonanzfeldes, das natürlich diese Möglichkeiten des Erkennens und Begegnens in der einen oder anderen Form heran zeigt und sich aufbiegt und sich aufkreiert vor deinem geistigen und vor deinem reellen Auge in deiner Daseinsform als Mensch hier inkarniert auf der Erde. Und so gehst du hin und du siehst deine Projektion und du erkennst, aha, das ist eine Projektion, doch ich bin die Schöpferkraft, ich bin das, ich bin und ich erkenne das neu und ich sehe, ah gut, das ist eine Projektion, die hilft mir weiter in der Erkennensweise, dass ich der Creator bin, dass ich nicht die Persönlichkeit bin, die hier einem System hingegeben werden muss, in der Form des Folgens, in der Form des Glaubens und in der Form des Dahingehens einer bereits gegebenen, fortschreitenden Möglichkeit. Es ist immer diese eine Möglichkeit. Du kannst nun sagen, ja gut, ich habe die freie Wahl, ich glaube, was ich sehe, ich glaube, was ich lese von dieser Inkarnation der Offenbarung und so kannst du das kreieren. Du kreierst in diesem Sinne bereits Hologramm, du weißt, oh gut, ja gut, das ist meine Realität und du wirst das so erleben. Es ist die freie Wahl des Erkennens, es ist die freie Wahl des als das, was ist, anzunehmen
Und so gehst du hin und du lebst, was du leben willst. Das ist nun das große Geschehen auf der Erde der Menschen, dass sie erkennen sollen, dass sie das sind in der Kreation. Und wenn das in der Großartigkeit in deinem Hologramm geschieht, dass du das anerkennst, dass du anerkennst, dass die Menschen in deinem Spielfeld der Kreation, in deiner Reflexion der Großartigkeit das erkennen. Du sagst, ja, die Menschen sind bereit, sie gehen hin und sie erkennen, dass sie die Creator sind und sie kreieren neu in die Großartigkeit, in den Frieden, in die Liebe, in die Schönheit des Daseins, dieser paradiesischen Möglichkeiten. Dann erlebst du das, dann geht es dahin und du weißt, ich bin geschützt, ich bin in meiner eigenen Kreation, in meiner eigenen Wissen, in meinem eigenen Hologramm des Wissens geschützt. Ich lebe das Leben der Liebe und ich lebe das Leben der Freude und nichts hindert dich daran, dass nicht zu glauben, außer deine Sehensweise, außer deine Urteilskraft, außer deine Fokussierung auf die noch tragischen Momente dieser Daseinsform, auf die tragischen Reflexionen, die du erkennst in deinem Hologramm. Und nun gehst du hin und du fokussierst das neu in die Freude und in die Liebe und in die Kraft der Schöpfer, Daseinskraft deiner Herkunft, die reine Liebe ist in der großartigen Kraft des bereits Gelebten, schaue hin in die Kraft der bereits Gelebten und Lebenden, dieser dahingehenden Schöpfer, die bereits gelebt haben und noch leben in der irdischen Kraft, die das bereits gesagt und getan haben, was wir hier euch nun noch einmal in Erinnerung rufen wollen und dass ihr nun dahin geht und es auch tut. Es wurde gesagt, dass das nicht die menschlichen Möglichkeiten sind. Es ist immer das nun Heranziehen dieser großartigen Schöpferkraft in dein Bewusstsein, in dein Dasein und es nun selber zu tun, was es zu tun gibt. Es gibt nichts, was du nicht selber tun kannst und nicht selber kreieren kannst. Alles liegt in deinem Bewusstsein, alles liegt in deinem Hiersein, in deinem Erwachen, in deinem wachen Geist, in deiner wachen Seele, die nun erkennt, ja, ich bin die Großartigkeit in der Schöpferkraft, der Liebe und der Großartigkeit des Daseins und ich gehe hin und ich schöpfe das neu und ich erlebe das neu und du wirst sehen, es wird sich alles in diese eine Kraft wenden. Du wirst in diesem Resonanzprinzip nur diese Erfahrung erkennen und ersehen, die deinem Resonanzprinzip, das frei von Angst und in reiner Liebe schwingt, dahin geht und weiter schafft und die Menschen und die menschlichen Hologramme, die dich in der Berührtheit da treffen, dann weiterziehst in diese eine Energie der Freude und der Kraft. Du bist die Schönheit und die Kraft hier inkarniert auf der Erde des Erkennens und das ist die reine Freude hier aus dem Licht, aus den Plejaden zu sehen. Wir freuen uns, dass du diese Frage gestellt hast und dass du diese Freude nun erkennen darfst in der Großartigkeit deiner Schöpferkraft, deines Lichts und deiner Freude. Wir sind in Liebe bei dir und begleiten dich in deinem Tun und Sein. Danke für deine großartige Arbeit in der Liebe aus dem Licht und aus den Plejaden. Ich bin Arktos.